Es ist mal wieder Zeit für eine Kaffeepause. Ich habe jetzt gerade keinen Kaffee da, aber ich habe Pause und deshalb gehe ich auf eure Fragen ein. Ihr fragt, ich antworte. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eure Fragen an mich, die ich gerne mal persönlich beantworte und nicht nur in den Kommentaren per E-Mail oder über Instagram, wie auch immer mich eure Fragen erreicht haben, sondern mal ganz persönlich im Video für alle, die es vielleicht interessiert. Auch wenn das Video heißt, ihr fragt, ich antworte, möchte ich trotzdem mit einer Frage an euch beginnen. Und zwar spukt mir seit einiger Zeit eine Videoidee im Kopf rum, zu der ich gerne eure Meinung wissen würde. Ich kaufe mir ja ab und zu eine Uhr, stelle sie vor, mache ein Review, mache das eine Woche am Arm, aber das ist alles noch in der Phase der in Anführungszeichen frisch Verliebtheit. Was ist aber, wenn ich die Uhr ein Jahr oder länger habe? Wie stehe ich dazu? Habe ich sie noch? Hat sich meine Meinung geändert? Darüber könnte ich Videos machen, falls ihr da Interesse dran habt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Videos gerne sehen würdet über die Uhren, die ich mir im Laufe des Jahres 2021 gekauft habe. Und das könnte ich dann jeweils für das Vorjahr beibehalten, falls ihr Interesse daran habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und je nachdem, wie eure Meinung dann ausfällt, mache ich diese Videos oder lasse es eben ganz, wie ihr das gerne hättet. Jetzt kommen wir zurück zum Video. Ihr fragt, ich antworte. Ich habe mir einige der am häufigsten gestellten Fragen beziehungsweise der Fragenarten, die am häufigsten wieder kommen, beziehungsweise auch der Fragen, die vielleicht am interessantesten sind, rausgesucht und auf die möchte ich in diesem Video eingehen. Ich habe das Ganze hier wie immer auf einem kleinen Notizbuch gemacht. Die erste Frage war, warum machst du diese Shorts, die nerven? Das kann ich im Rückblick sehr gut verstehen, zumal solange YouTube die Shorts mit den langen Videos gemischt hat. Das ist jetzt nicht mehr so, wer auf meinen Kanal geht, hat also unterschiedliche Reiter, lange Videos, Shorts, Livestreams, Community-Tab mit Textbeiträgen, ist jetzt alles wunderbar getrennt, insofern nervt das hoffentlich nicht mehr ganz so sehr. Ich habe das gemacht und auch andere Creator machen das aktuell, weil YouTube diese Shorts sehr stark bewirbt und auch die Content Creator ermutigt, Shorts zu machen. Ich wollte es mal ausprobieren, ich fand das Format ganz interessant und ich muss sagen, die Shorts selber funktionieren bei mir so lala. Also alleine wegen der Shorts würde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber seitdem ich Shorts mache, bekommen meine langen Videos ungefähr 30-35% mehr Aufrufe. Normalerweise habe ich zwischen 30 und 32.000 Aufrufe pro Monat auf meine langen Videos gehabt. Aktuell liege ich bei 42.000 bis 44.000 pro Monat, ohne dass ich die Art und Weise, wie ich meine Videos mache, signifikant umgestellt hätte. Und das ist schon ein Brett. Und solange das so bleibt, werde ich auf dem reduzierten Level, wie ich es aktuell mache, 2 bis 4 Shorts die Woche, das Ganze wohl beibehalten. Ich hoffe, mit dem neuen Setup nervt es die es nervt, nicht mehr ganz so sehr. Wer Spaß dran hat, guckt sie sich an. Meinem Kanal hat das Ganze aber gut getan, weil die langen Videos signifikant mehr Aufrufe bekommen, seitdem ich auf meinem Kanal auch Shorts mache. Falls ihr eine Anregung habt, wie ich sie besser machen kann, unterhaltsamer, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist ein Bereich, in dem ich echt super gerne noch dazu lerne und selbstverständlich auch gerne besser werden würde. Der zweite Themenblock sind sehr dedizierte Anfragen zu Uhren, die ich vorstelle. Es geht dann dazu über, wie breit ist das Glas, welchen Durchmesser hat die Lünette, wie schwer ist das Band ohne Uhr und solche Sachen.
Ich habe mich bemüht, alle diese Fragen in der Vergangenheit zu beantworten, habe zum Teil nachgemessen, meine Uhren wieder rausgenommen, habe die einzelnen Daten rausgesucht, versucht zu ermitteln. Aber das ist echt aufwendig für eine einzelne Zuschauerfrage, mich hinzusetzen und eine Viertelstunde die Uhr zu untersuchen, das Band abzumachen, zu wiegen und solche Geschichten. Zukünftig werde ich solche Fragen nur noch beantworten können, wenn ich die Antwort auswendig weiß. Ich werde schlicht und ergreifend nicht mehr die Zeit haben, jede einzelne Antwort zu ermitteln, rauszusuchen, nachzuwiegen, nachzumessen. Wer sowas wissen möchte, ist im Zweifelsfall in einem Forum oder direkt beim Hersteller besser aufgehoben als bei mir, denn wenn ihr mich auf meinem Kanal fragt, bin ich der Einzige, der diese Frage beantworten kann und der Einzige, der es raussuchen muss. Und das ist mir in Summe mittlerweile ein bisschen viel geworden. Also antworten werde ich selbstverständlich. Und wenn es nur ist, dass ich es nicht weiß, zumindest nicht auswendig weiß, wenn ich es auswendig weiß, werde ich es selbstverständlich auch beantworten. Eine weitere Frage war, warum ich keine Zeitwaage in meine Videos einbaue, warum ich die Uhren, die ich vorstelle, nicht auf die Zeitwaage lege und den Gang auf der Zeitwaage zeige. Die Antwort ist ganz simpel, ich habe keine. Warum ich keine habe, das habe ich schon mal in Videos erläutert, die ich euch ganz am Ende des Videos verlinke. Wenn ihr also wissen möchtet, warum ich keine Zeitwaage habe und warum ich mit Zeitwaage die Uhren nicht vorstelle, bleibt bis zum Ende dran, da werde ich euch die entsprechenden Antworten bzw. die Videos, die die Antworten enthalten, verlinken. Dann kamen zwei Fragen zu YouTube-speziellen Themen. Das eine ist, was ist ein Mitglied? Und das andere, was sind Super-Thanks? Ein Mitglied oder Kanalmitgliedschaft ist eine Möglichkeit, YouTuber zu unterstützen. Die YouTuber können Kanalmitgliedschaft zu kleinen monatlichen Beiträgen definieren und dort auch bestimmte Goodies hinterlegen. Bei mir habe ich verschiedene Goodies definiert, die ich im Augenblick, das muss ich gestehen, leider nicht einhalten kann. Zum einen, weil ich zu wenig Inhalt habe, um das zu machen. Und zum anderen, weil ich persönlich im Augenblick sehr viel um die Ohren, nicht Uhren, um die Ohren habe und das nicht so in der Art und Weise liefern kann. Aber jeder, der bei mir Kanalmitglied wird, unterstützt mich und ermöglicht es mir, bestimmte Videos zu machen, die relativ kostenaufwendig und zeitaufwendig sind, wie zum Beispiel Messebesuche, Vorortvideos, wo ich zum Teil 5, 6, 7, 800 Kilometer fahren muss, gegebenenfalls auch übernachten muss. Und durch eine Kanalmitgliedschaft könnt ihr mir helfen, solche Videos weitestgehend kostenneutral für mich zu produzieren. Ähnlich ist es bei Super Thanks. Ich weiß nicht, ob in jeder mobilen App, aber wenn man es über den Rechner guckt, gibt es unter den Videos eine kleine Schaltfläche Super Thanks und da kann man sich mit einem kleinen Betrag für ein ganz spezielles Video bedanken, wenn es vielleicht besonders gut, besonders unterhaltsam oder auch vielleicht besonders hilfreich war. Da kann man dann mir eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Nicht als Aufforderung an euch, nur weil diese Fragen wirklich mehrfach hochgekommen sind und ich sie gerne beantworten wollte. Ich habe sie bei mir aktiviert, aber ich habe sie bislang auch noch nicht aktiv beworben, weil ich das wirklich jedem persönlich überlassen möchte, ob und wie er mich und meine YouTube-Kanal, Beiträge unterstützen möchte. Eine weitere Frage, die ich habe, welches Equipment benutze ich? Ja, es ist mittlerweile relativ viel geworden, was ich benutze. Ich filme mit der Hauptkamera, also diese Kamera hier, das ist eine Sony ZV-E10 in einem Cage. Aktuell habe ich ein 30 mm Objektiv drauf. Ich habe aber noch ein Makroobjektiv, ein Weitwinkel und andere. Ich habe hier ein Rode SmartLav Pro, was ich kabelgebunden an die Kamera angeschlossen habe, habe hier, da könnt ihr es sehen, an der Seite und auch hier an der Seite
zwei Videoleuchten, die gegen die Wand leuchten und mich indirekt dann beschallen. Ich habe hier, da und da zwei Ringlichter, die ich für meine eine Woche am Arm nutze, wenn ich die Videoleuchten nicht jedes Mal aufbauen möchte. Ich habe da ein iPhone mit einer Halterung, was mich von der Seite aufnimmt. Ich habe hier unten ein weiteres iPhone, was im Prinzip der Monitor für dieses iPhone ist, und habe mir jetzt noch für Außenaufnahmen, wenn es eine Woche am Arm geht, wenn ich mit dem Rad fahre, in den Wald gehe oder sowas, eine GoPro bestellt, damit ich da ein kleines bisschen mobiler bin, die ich mir vielleicht an den Kopf schnallen kann, um wenn ich schnitze, zu filmen, oder auch im Auto, die ich mir leichter irgendwo dran klemmen kann. Dann habe ich ein iPad, auf dem ich schneide, habe noch ein Mikrofon für draußen, ich habe einen Field Recorder, wenn ich die Kamera auf Dauerstrom anschließe, um den Ton damit aufzunehmen. Also es hat sich so einiges angesammelt. Das ist im Groben mein Equipment, plus ein ganzer Menge Kleinkram wie Ersatzakkus, damit die Kamera durchhält, irgendwelche Blenden, damit ich abschatten kann, wenn ich im Hellen filme. Ja, das ist so mein Equipment, mit dem ich aktuell unterwegs bin. Dann möchte ich auf einen ganz besonderen Kommentar eingehen, der exemplarisch steht für manche Kommentare, die mir etwas weniger Freude machen. Ich habe einen User jetzt auf meinem Kanal ausgeblendet, der nicht mehr posten kann. Der hat mir wiederholt geschrieben, dass er, wenn er meine Stimme hören würde, Durchfall bekäme. Ich habe ihm dann empfohlen, doch mal eine Magen-Darm-Spiegelung machen zu lassen. Vielleicht ist bei ihm dann irgendwas nicht in Ordnung, weil es keine direkte Kopplung zwischen Verdauung und Gehör gibt. Das sind so Arten von Kommentare, die ich eher weniger lustig finde. Und ich werde zukünftig dazu übergehen, diese Sachen rigoroser zu löschen und auch entsprechende Leute einfach auszublenden, dass sie bei mir nicht mehr schreiben können. Ich habe das versucht, bisher immer auf eine spaßige Art abzumoderieren. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Das wird in Zukunft ganz rigoros gelöscht und geblockt. Eine Frage, die echt häufig kommt und wo ich ganz ehrlich gesagt beinahe jedes Mal drüber lachen muss, ob ich beim Friseur war. Ey Leute, ja, ich gehe zum Friseur, ich esse auch, ich trinke, ich schlafe, mein Körper hat Stoffwechselfunktionen, ja, alles das findet tatsächlich statt und ich gehe auch zum Friseur. Ja, und auch, falls es jetzt jemand reinschreibt, ich müsste wieder gehen, aber mir sind andere Sachen wichtig als eine auf den Millimeter geschnittene Frisur, die dann militärisch kantig, keine Ahnung was ist. Aber ja, ich gehe zum Friseur, und um die nächste Frage vorzubeugen, nein, ich habe keine neue Brille, ich habe nur ein neues Gestell. Da sind jetzt neue Lesegläser drin. Und um die Frage, habe ich jetzt gerade hier nicht griffbereit? Nee, um der nächsten Frage, doch hier habe ich sie. Um der nächsten Frage vorwegzugreifen, auch diese Brille hier habe ich noch. Das ist meine Bildschirmbrille, das ist meine Lesebrille. Mit der kann ich gerade den Monitor von der Kamera etwas besser sehen. Ja, also Friseur, ja, Brille, jein, und alles andere, wie bei allen normalen Menschen, braucht ihr nicht mehr zu fragen. Ja, ich tue es. Dann wieder eine uhrenbezogene Frage, zum Glück, danke dafür. Wie lange läuft ein mechanisches Werk ein? Ja, die Antwort ist ja oder nein. Ich kann das nicht beantworten, weil ich zum ersten nicht weiß, um welches Werk es sich handelt. Und zum zweiten, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass sich meine Werke noch nie eingelaufen haben, in dem Sinne, dass sich über die Zeit wirklich signifikant irgendetwas am Gangverhalten oder am Verhalten der Werke geändert hätte. Bei manchen Werken ist das so, in manchen Kommentaren liest man das. Ich habe die Erfahrung noch nie gemacht. Liegt vielleicht daran, dass ich meine Uhren, die neu sind, nicht über mehrere Monate trage, beziehungsweise ich mit den Gangwerten von Anfang an eigentlich in der Regel recht zufrieden bin. Ich bin auch kein Sekundenfuchser. Wenn die Uhr im Bereich von 6, 7, 8 Sekunden plus minus läuft,
Reicht mir das für die Tage, die ich die Uhr am Stück trage? Je weniger, desto besser. Aber wenn eine Uhr bei mir in der Woche eine Minute falsch läuft, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Und das entspricht 7 oder 8 Sekunden am Tag, kann ich prima mitleben. Und in den seltensten Fällen trage ich eine Uhr länger als eine Woche am Stück. Insofern habe ich persönlich mit Einlaufen von Werken echt keine Erfahrung und kann da auch nur auf die Schwarmintelligenz verweisen, wo man lesen kann, ja, findet statt, ich kann es nicht bestätigen und die Dauer des Einlaufens hängt wahrscheinlich vom Werk und oder den individuellen Tragegewohnheiten ab. Ich glaube nicht, dass es da eine absolut gültige, allgemeingültige Antwort für jedes Werk und jeden Träger gibt. Dann kam eine Frage, wo ich mich geehrt gefühlt habe, dass man mir dieses Wissen zutraut. Aber ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Wie langlebig sind Solarwerke, speziell Junghans Solarwerke im Vergleich zu Citizen Solarwerke? Holla die Waldfee. Also ich kann sagen, ich hatte mal ein Solarwerk bei einer Casio G-Shock. Das habe ich geschrottet, weil ich es in Anführungsstrichen habe trocken laufen lassen, zu lange ohne Licht, ohne Sonne. Das Werk habe ich tatsächlich gebrezelt, das ist kaputt gegangen. Alle anderen Solarwerke, die ich habe, die laufen bei mir einige Monate, einige Jahre ohne Probleme, weil ich immer darauf achte, dass sie ausreichend geladen sind und nie sich ganz entladen. Aber ein Vergleich der Solarwerke von Junghans gegen Citizen, wobei ich noch nicht mal weiß, ob die nicht vielleicht die gleichen Solarwerke nehmen oder die gleichen Kondensatoren, die gleichen Speicher. Ich habe da echt keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Das kann, glaube ich, noch nicht mal ein Hersteller beantworten. Und wenn sie es könnten, würden sie es wahrscheinlich nicht wollen. Eine unglaublich spezifische Frage. Mein Ratschlag, behandelt eure Solaruhren gut, lasst sie nicht ganz leer laufen, lasst sie nicht zu heiß werden, packt sie nicht in den Tiefkühlschrank, behandelt sie ganz normal und dann habt ihr echt lange Freude dran. Wie lange, kann ich nicht sagen, kann ich echt nicht sagen. Dann eine weitere Frage, die mich echt ehrt, die ich aber auch nicht beantworten kann, das sind Fragen zur Bedienung von speziellen Uhren und in den Kommentaren waren es überwiegend Schweizer und japanische Uhren mit vielen Komplikationen, wie bei einer bestimmten Uhr, bei einem bestimmten Modell, das Datum oder die Mondphase oder was auch immer eingestellt werden muss. Ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Und wenn ich es wüsste, könnte ich sowas auch rational nicht mit jeder Anfrage beantworten, weil das sind Arten von Fragen, die man nicht mit einem Satz oder einem Wort erklären kann, wo man gegebenenfalls eine Prozedur, einen Prozess, einen Vorgang erklären muss. Und das ist echt aufwendig. Und da bitte ich einfach darum, schreibt die Hersteller an, die können das super erklären. Die schicken im Zweifelsfall auch eine Bedienungsanleitung zu. Ich muss mir das aus den Fingern saugen, muss das alles aufschreiben und dann gegebenenfalls auch noch Nachfragen beantworten, wenn ich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt habe. Sowas kann und werde ich nicht beantworten, weil ich es teilweise nicht weiß oder weil es mir schlicht und ergreifend zu viel Aufwand ist, das alles runterzuschreiben und solche Detailfragen im Rahmen meines YouTube-Kanals zu beantworten. Die letzte Frage, die habe ich echt genossen, weil die finde ich super klasse und die ist so toll, dass ich darüber fast ein eigenes Video gemacht hätte, möchte sie aber im Rahmen dass ihr fragt, ich antworte, aufgreifen. Und zwar ist das die Frage, warum trägt man überhaupt noch Automatikuhren oder allgemeiner mechanische Uhren? Super Frage. Und ich habe dann geantwortet, ich trage Automatik bzw. mechanische Uhren aus dem gleichen Grund, aus dem ich gerne koche und nicht irgendwelche Convenience-Produkte in die Mikrowelle schiebe. Aus dem gleichen Grund, warum ich gerne ein richtiges Buch nehme und lese und mich nicht so gerne von Hörbüchern beschallen lasse. Aus dem gleichen Grund, warum ich viel lieber Segelboot fahre als Motorboot. Es ist der gleiche Grund, warum ich ein Rad habe, also ein richtiges, klassisches, altes Fahrrad oder zwei oder drei und keine E-Bikes.
Es ist der gleiche Grund, warum ich mit sehr viel Genuss mit dem Füller einen Brief schreiben kann, den ich in bestimmten Situationen einer E-Mail vorziehe. Sei es jemandem eine Freude zu machen oder was sehr Persönliches zu schreiben. Da nehme ich mir ein schönes Blatt Papier, einen schönen Füller und schreibe per Hand einen Brief. Und das sind alles die gleichen Gründe, warum ich gerne mechanische Uhren trage und nicht nur Quarz, G-Shocks, Handy oder sonst irgendwas nutze. Anders kann ich das nicht erklären. Das ist einfach ein Lebensgefühl, ein Teil dessen, was ich mag und genieße. Ja, das war meine Ihr fragt, ich antworte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Schaut euch hier auf der Seite, wann war es denn? Nee, hier auf der Seite, da auf der Seite, hier auf der Seite, irgendwo auf der Seite die Videos an, die ich verlinke bezüglich der Zeitwaage. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.